So, was hat jetzt der hier drinne? Gar nichts. Eine Schale. Wahnsinn. Gut, und was ist denn hier unten so am Start? Ein paar Fässer. Käse. Käse. Und ansonsten. Huch. Stahlrimmvorkommen. Brauchst du eine alte Nordspitzhacke, um das abbauen zu können? Und wo bringe ich. Wo. Hä? Wo nehme ich jetzt eine alte Nordspitzhacke her? Hallo? Kannst du mir da weiterhelfen? Scheinbar nicht. Den Knoblauch nehme ich aber mit. Kleines Geweih. Für die Alchemie. So, aber wo gibt's denn jetzt. Tja, dann hätte ich jetzt wirklich gerne so eine alte Nordspitzhacke, ne? Was ist denn da zum Unterschied zu einer normalen Spitzhacke? Das ist jetzt Quatsch, das ist echt doof. Also, das finde ich nicht so cool. Oh, Corundum, Corundum, Corundum. Hier haben wir nichts weiter, dann gehen wir nochmal hier hoch gucken. Ob hier oben noch irgendwas ist. Aber es wäre jetzt nice, wenn hier mal so eine Spitzhacke rumliegen würde. Aber ich habe bis jetzt, glaube ich, noch gar keine gesehen. Eine alte Nordspitzhacke. Ach. Ich habe nicht mal Platz dafür. Was kann ich denn da ablegen? Habe ich irgendwas zum Ablegen hier? Geknibbeltes Speer. Gewicht 0, aber die brauche ich trotzdem nicht. Den können wir auf alle Fälle ablegen, den brauche ich nicht. Das Ziel für sich und Leben, da weiß ich nicht, ob ich den, die Verzauberung schon habe. Ja, die wollte ich eigentlich mitnehmen. Ist sonst noch irgendwas Sinnloses dabei? Huch. Irgendwas muss ich doch noch dabei haben, was schwachsinnig ist. Ja komm, das sind auch zwei Gewicht. Die 100 brauche ich auch nicht unbedingt. Aber ansonsten sieht das ziemlich schlecht aus. Ach guck mal, wir können ja auch noch die Stiefel der Zugkraft anziehen. Da haben wir ja auch noch mal ein bisschen Platz. Nehmen wir gleich das ja noch mit. Und dann hätte ich jetzt wirklich gern so eine Axt. Hallo? Hallo? Gib mir so eine Axt. Honigwabe. Om nom nom. Ach nee, ist das was zu essen oder? Ach, guck mal hier. Fallen lassen, fallen lassen. Da habe ich auch Mist. Mist am Start. Was haben wir hier drin? Bisschen Gold. Komischerweise ist hier richtig viel Gold drin in diesen komischen Reckling-Dingsies. Eisenbarren zweimal. Die können wir auch nicht hier liegen lassen. Huch. Und hier ist noch ein Freund. So. Adler, Fisch, Schlange. Nee, Fisch. Schlange. Und was. Ach so, jetzt muss ich da wieder. Ich hätte mir merken sollen, was das da oben war. Da lag nämlich so ein abgebrochener Stein. Und da war so ein Bildchen drauf. Und das war ein Fisch. Okay. Dann müssen wir hier wohl einen Fisch hinmachen. Fisch? Nein, das ist eine Schlange. Das ist der Fisch. Und dann Feuer. Jawohl. Hua, hua, yeah. Yeah, hua. Zacka, zucku, zing. Windzyklon. Aha. Gold. Elfenarmschienen des Schlossknackens. So ein Müll. Tja, wo kriege ich denn jetzt so eine alte Nordspitzhacke her? Ich will das ungern hier zurücklassen, um ehrlich zu sein. Stahlrimmen habe ich nämlich noch keins gefunden bis jetzt. Ziemlich doof. Ach, guck an, da sind wir jetzt hier beim schwarzen Buch.
Ungezählte Legenden. Ach, jetzt komme ich doch wieder nach Apokrypha. Daran habe ich natürlich nicht gedacht. Da habe ich auch eigentlich nicht so viel Lust dazu. Aber naja, gut, müssen wir wohl machen. Sonst kriegen wir ja das. Also keine Ahnung, ob es da wieder irgendwas gibt dafür. Das Doofe ist jetzt nur, dass ja unser Inventar schon fast voll ist. Und hier sehe ich schon wieder Zeug, was wir mitnehmen müssen. Oder was ich mitnehmen will, besser gesagt. Ach ja, okay, so könnte es eigentlich die ganze Zeit weitergehen. Da hätte ich kein Problem damit. Einfach nur 3 Meter laufen und zum nächsten Kapitel. Aber ich glaube, so wird es nicht weitergehen. Das ist das Problem. Dabei. An dem Ganzen. Oh. Da ist ein Trampel. Oh, Scheiße. Das war jetzt nicht so schlau von mir. Komm schon, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Bam! Tot! 3 Hits. Und das nur mit dem Stahlpfeil. So muss das sein. So, ich habe aber nur noch 60 Stahlpfeile. Ich muss bald mal irgendwie gehen meine ganzen Pfeile den Bach runter. Ich finde auch kaum noch welche. Naja gut, die Typen hier droppen ja auch keine. Das ist echt doof. Beweg mich ja nur noch hier. Verschieß gegen diese Drecksviecher zigtausend Pfeile. Und bekomme keine wieder. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Da ist ein Buch, wo es weitergeht. Und was ist dort? Auch. Muss ich mich entscheiden, in welche Richtung ich gehen muss, oder was? Mal gucken, was das Buch sagt. Kapitel 3. Und das da drüben, da steht bestimmt auch Kapitel 3 da. Oder steht da was anderes? Nein, da steht Kapitel 4. Tja, wo gehen wir jetzt hin? Ich würde sagen, Kapitel 4, das klingt wie mir wie näher am Ende. Nur jetzt haben wir eins übersprungen. Vielleicht gab es da irgendwas Wichtiges im Kapitel 3. Vielleicht ist es ja gerade das, was sie wollten. Dass man eins hier auslässt. Da unten fliegt irgendwas. Ein Sucher. Haha, ich hab dich gesehen. Ach nee, das war der falsche. Und das war der richtige. So, was haben wir hier? Schädigte Bücher, nee. Da schwebt noch ein Sucher rum. Ah. Plötzlich wieder versteckt. Das war auch der falsche. Aber das war der richtige. Und wir haben ein Level up. Nice. Mal Ausdauer ausnahmsweise wieder ein bisschen. So. Schießkunst haben wir 97. Leichte Rüstung. Schleichen, Schloss knacken, Taschendiebstahl. Ach. Nee, ich verteile mal gerade nichts. Falls ich dann Schmieden weiter skillen will. Wenn ich das denn dann mal skill. Irgendwann. Irgendwie. So, was haben wir hier? Sucher. Rolle des Schneesturms. Vielen Dank. Tja, und jetzt? Haben wir hier noch das. Und was haben wir hier so? Ein Kokon. Mit Geld, Schriftrolle. Die Schriftrollen, eine Bilanz. Ach so. Das ist nur ein Buch. Ein langweiliges, stinkendes Buch. Tja, und wie kommen wir jetzt hier weiter? Da müssen wir wohl irgendwie rein, nur wie? Oh, genau. Weil an dem Kokon definitiv ein Schloss dran ist. Gut. Bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das so ist. So, oh, ein schwarzer Seelenstein. Großer. Einsame Wache. Kennen wir wohl schon.
Fortschritt in Schlösser knacken kennen wir auch schon. Der Bettler kennen wir auch schon. Das Goldband der Auszeichnungen, das kennen wir noch nicht. Und das erhöht sogar die Schießkunst. Das ist ja super. Vielen Dank. Gut. Bringt uns aber immer noch nicht weiter voran hier. Hier geht's auch nicht rein. Hier ist auch nix, wie es aussieht. Oder das ist noch ein Sucher. Gut, dass der uns nicht gesehen hat. Zack, und weg mit dem. Okay. So, hier. Rolle der Massenlähmung. Ja, schätze mal, dass wir hier im Kapitel. Also, entweder habe ich was übersehen. Oder es ist ganz einfach so, dass wir doch erst das Kapitel 3 machen müssen, bevor wir hier Kapitel 4 weitermachen können. Und da ich in erster Linie genau das denke, gehe ich nochmal zurück und mache erst das Kapitel 3. Das Kapitel. Ja, doch, das Kapitel 3, bevor ich das Kapitel 4 mache. Vielleicht ist dort irgendwo ein Hebel, wo ich dann dort die Türen auf. Also eine Tür dort aufmachen kann. Weil ich habe jetzt auf Anhieb keinen gesehen und. Ja, hoch. Ist der dämlich? So, das interessiert ja nicht so wirklich. Zwei Sucher. Das war aber jetzt gemein, dass man hier reinkommt und direkt verprügelt wird von dem Sack. Mächtiger Seelenstein und Kokon. 100 Gold. Aber hier ist kein Hebel, nix. Sieht schlecht aus. Tja, deswegen mag ich das ja auch nicht so. Weil das schon ziemlich nervig ist, wenn man das nicht gleich auf Anhieb findet. Also, keine Ahnung, ich dann nämlich keine Lust, die ganze Zeit irgendeinen kleinen Hebel oder irgendwas zu suchen, was ich drücken muss, damit das funktioniert. Nö. Mal gucken, was war hier noch? Bei dem brennt Feuer. Ja, auch. So, also hier ist kein Hebel. Wir können da auch nicht rein. Ach, hier ist ein Hebel. Sieh mal einer an. Da geht jetzt die Tür auf. Ach, na, dann passt's ja. Jetzt geht die Tür auf. Jetzt können wir damit die nächste aufmachen. Das ist die gegenüber. Das ist gut. Da ist bestimmt wieder einer für die Mitte, genau. Zack. Und ein Kokon. Wieder mit dem Schloss. Das hat man in der anderen Welt, wo wir zu gegen Mirak angetreten sind, nicht. Kleiner Seelenstein. Zaubertrank der Heilung. Da hatten wir keine von diesen. Also von diesen Kokons, die. Also die verschlossen waren, meine ich jetzt. Also. Ich weiß auch nicht, wie da ein Schlüssel rangemacht werden soll. Ein Schloss, nicht ein Schlüssel. Weil das sieht ja eher aus wie irgendwas komisches Lebendes. Gold, die Idee der Beschwörung, nee. So, Kapitel 5. Komm schon, das muss doch nur langsam. Das ging jetzt bis jetzt schön schnell. Kann größte weitergehen. Wenn das jetzt noch das letzte Kapitel ist, dann bin ich froh. So, den langen Gang lang schleichen. Oh, das erinnert mich an die Hallen in Oblivion. Also in Elder Scrolls 4.
wenn man durch so ein Oblivion-Portal in diesen Türmen nach oben geklettert ist, hatte man auch immer so Hallen, die waren, glaube ich, genauso groß, auch mit 6 Säulen, genauso wie die hier. Wenn mich nicht alles täuscht. Huch. Och Mann. Der döve Gang hier. Biegt er sich um die Ecke. Und was haben wir hier? Au, ja. Ein Schleicherhüter. Bam. Der hat sogar ein bisschen mehr drauf gehabt, aber auch nicht genug, um gegen uns was ausrichten zu können. Ha. Großer Seelenstein. Wiederherstellung. Goldener Saphirring. Den nehmen wir mal mit. Und sonst gibt es hier nicht wirklich was. Und dann wollen wir mal weiter schleichen hier. Mal gucken, was uns hier noch so erwartet. Zack, hier geht's ins Eck. Und jetzt können wir diese Tür hier öffnen. Und nun biegt sich der Gang hier wieder. Ah, ausgezeichnet. Schwarzes Buch, ungezählte Legenden. So, was kann ich jetzt hier? Ach, super, genau das meinte ich. Jetzt kann man hier wieder irgendwas auswählen. Schwarzmarkt. Beschwört einen Tremora-Händler, um mit ihm zu handeln. Okay. Geheimer Diener. Beschwört einen Tremora-Diener, der deine überzähligen Gegenstände trägt. Ist auch nicht schlecht. Beschwört eine spektrale Trommel, die für dich spielt und die Ausdauergeneration für dich und Verbündete deiner Nähe erhöht. Ich glaube, ich nehme den Händler, weil dann brauche ich niemanden, der mir was trägt. Weil dann kann ich das nämlich direkt verkaufen. Das ist doch viel besser, oder? So, zurück nach Solstheim. Gut, ging schneller als ich dachte hier in Apokrypha. Ist ja auch nicht mehr Teil der Hauptquest, von daher musste es ja auch nicht mehr so in die Länge gezogen werden. So. Dann können wir jetzt hier raus. Bam. Zack, durch die Tür und mal sehen, was gibt's denn hier noch so? Granatstein, bisschen Gold. So, jetzt muss ich auch wirklich mal gucken, oder will ich gucken, wo ich mir so eine alte Nordspitzhacke her organisieren kann. Weil das Stahlrimm will ich dort eigentlich nicht verkommen lassen, um ehrlich zu sein. Aber ich frage mich, ob man die irgendwo kaufen kann beim Händler hier. Oder ob man die nur findet in den Ruinen. Mit etwas Glück. So, wenn wir schon mal hier sind, gucken wir doch mal, wenn das hier relativ. Wo? Ist hier ein Drachi? Hallo? Oh, da ist auf alle Fälle erstmal ein Eistroll. Bedang! Oh, direkt tot. Okay. Ich wollte mal noch ein paar Seelensteine füllen. Dann machen wir das doch mal. Na. Doofer Troll. Seele gefangen. So. Trollfett Stahlpfeil. Und das gleiche nochmal. Eigentlich wollte ich nur die Höhle hier aufdecken. Ach, da ist noch ein Troll. Wupp. Okay, mit dem mache ich nicht wirklich viel Schaden. So, dann nehmen wir den hier. Huch. Ach Mann, ich will den aber nicht töten jetzt damit. Na komm schon. Fuck, und jetzt ist er doch tot. Shit.
Nein, bleib hier! Hier oben ist ein Drachenhügel-Dingens-Grab. Und hier ist etwas Gold. Was ist denn hier? Haben die Trolle wieder gespeist, ja? Om nom nom nom. Plünderbeutelmacher. Om nom 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 nom. Die schmecken gut. Ich frage mich, wo hier der Drache rumschreit. Ich sehe nämlich keinen auf der Map. Also keinen roten Punkt. Eigentlich will ich doch nur dieses Gebiet dort entdecken. Oh. Jagdbogen der Seelen. Ein Werbär. Was? Bitte was? Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Ja, ich auch. Ist da jemand? Ich war sicher, ich hätte jemand gehört. Hallo? Habt ihr etwas gehört? Oh, scheiße. Ich glaube, das war keine gute... Oh, fuck. Was ist das denn krasses? Alter. Ich wollte eigentlich nicht austesten, wie viel der Schaden macht. Boah. What the fuck? Das ist ja krass. Ein Werbär. Blub, 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 fällt er hinab. Rutscht er hinunter. Hier ist noch ein Plünderbeutemacher-Typ sie. So, jetzt liegt hier noch so ein Werbär. Wir haben auch nicht viel dabei. So. Jetzt muss ich für die Quest. Sprich mit Nelot. Gut, dann wollen wir das mal machen. Zack! Auf zu unserem Freund. Und dann zeigen wir dem mal das schwarze Buch, was wir gefunden haben. Und danach muss ich mal wieder mein Inventar leeren. Den ganzen Mist loswerden. So. Hallo, hallo. Jemand zu Hause? Wusch! So, wo ist er? Da hinten. Meister Nelot bürdet mir all ihre Aufgaben auf. Zack! Der neue Diener soll sich bei mir melden, sobald ihr einen gefunden habt. Ich habe das schwarze Buch. Ausgezeichnet. Ich werde mir eine Abschrift davon anfertigen. Es ist viel zu gefährlich, das echte Buch bei sich zu tragen. Natürlich bin ich mir sicher, dass ihr das schafft. Natürlich schafft ihr das. Natürlich. Nehmt das für eure Bemühungen. Natürlich schafft ihr das. Natürlich, natürlich. Geschlossen, verlorenes Wissen. Braucht ihr Hilfe bei euren Forschungen? Was hält davon ab? Seid ihr bereit, mir als Testobjekt für meine Experimente zu dienen? Das hat man doch schon mal, oder nicht? Erreicht euch damit, mir einen Diener zu finden. Alles, was schief gehen kann, geht schief. Die Aschenbrot greift mein Haus an. Und sogar könnt ihr mich in Verzauberung unterrichten? Lächerlich. Die Frage ist jedoch, sollte ich? Ja, ich schätze, wenn solltest ihr du. Richtig machen wollt, dann muss Zack, ich es danke so schön. Und ja, irgendwie hat er nichts Neues für ein schwarzes Buch, dann Wo halt nicht. Hab ich nur... genau. Gut, dann nach unten. Schwuppdiwupp. So, damit hätten wir schon wieder mal ein halbes Level zusammen. Und jetzt gehe ich schnell mal. Ach, hier waren wir. Nee. Wie? Die habe ich nicht abgeschlossen, das ist Quatsch. Da war ich doch nur draußen und habe die Werbären getötet. Werbär. Werbär. So. So, wollen wir mal alles einräumen in unsere schöne Truhen, Tresore im Haus. Die Nordmain. Zack, und dann...
Gehe ich wieder zurück nach Solstheim und guck mal in der Hauptstadt da. Wie hieß die gleich? Ich komme gerade nicht drauf. Ob ich in der Hauptstadt beim Händler so eine alte Nordspitzhacke kaufen kann. Und ob mit der alten Nordspitzhacke auch normale Sachen abzubauen sind, weil da können wir nämlich die Standardspitzhacke weghauen. Andersrum müssten wir immer zwei Spitzhacken dabei haben, was ziemlich doof wäre, finde ich. Wenn man immer beide Spitzhacken mit rumschleppen müsste, wäre es noch mehr, was man immer und die ganze Zeit in seinem doofen Inventar hat. So, ich wollte mal noch gucken, Bekleidung. Ich habe Amulette von Arakai und Amulett von Talos, habe ich doppelt. Dann ich noch mal gucken, ob ich hier Schreine aufbauen kann. Arakai, Orkbarren, Silberbarren und Stahl, Drachenknochen. Nee, wie Amulett von Talos habe ich keins. Natürlich habe ich. Hä? Ich habe noch zwei. Der Fug. Egal. Ork und Stahl hatte ich gesagt. Nee, Ork und Silber hatte ich gesagt, ne? Sonstiges. So, Korundum kann weg. Korundum kann weg. Eben Erz kann weg. Eisen auch. Gold, ja. Herzstein, Kuhfell. Leder, Lederstreifen, Rubin, Malachiterz, Mondsteinerz. Ork brauche ich nur eins. Quecksilber kann weg. Silbererz brauche ich demzufolge auch nur eins. Und dann kann ich dieses eine Wood, diesen einen Schrein schon mal aufbauen. Was? Ach, das braucht zwei. Und Silber auch. Am Arsch. Dann nehme ich einen Barren. Einen. Und Silberbarren. Einen. Jupp. Und hau die Steine da rein. Erz weg. Und Erz weg. Ach, Quatsch. Ja. Weg. So. Was hat man hier drinne? Zutaten. Da habe ich einiges. Zack, 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 zack. Zack. Alles weg hier. Meine Güte, da habe ich wirklich einiges. Was habe ich denn da alles eingesammelt? Mann, Mann, Mann. Felle hat man auch ein paar, glaube ich. Fell, Fell. Kuhfell, Leder, Lederstreifen. Pferdefell.